ABK hat ein neues Video über Steven David hochgeladen. Das klingt nice. Das klingt auch nach einem sehr, sehr nice Thema. Das klingt nach einem sehr, sehr nice Thema. Das können wir uns auf jeden Fall gleich reinziehen. Eins in den Chat. Wer hat schon mal Sheeran Davids Dirty probiert? Eins, ultra widerlich. Okay, das ist die einzige Rezension einfach. GG an der Stelle. Okay, also einer hat sich das geholt und der fand es einfach widerlich. Okay, sehr nice. Also, lohnt sich, würdet ihr sagen. Dieser Karton ist einfach ein Studentenwohnheim. Der ist einfach größer als mein Zimmer. Auf jeden Fall hat meine Lieblings-YouTuberin und Rapperin Shirin David ihren Eistee rausgebracht. Wir haben einmal hier die Sorte Busty Blueberry. Dann haben wir hier die Sorte Candy. Also ich sage euch jetzt so, wie es ist. Ich habe die Vermutung, dass dieses Video ein Bashing gegen die Eistee-Sorte von Shirin David sein wird. Und im gleichen Zug wird der Tee von John Broco sowas beworben. Sage ich euch so, wie es ist. Candy Shop? Ja. Und dann haben wir hier einmal Wet Peach. Feuchter Pfirsich. Feuchter Pfirsich. So, und ich habe mir die jetzt einfach geholt und werde euch auch mein ehrliches Feedback geben mit der Wallah-Garantie und der Vertrauen Bruder Zusatzversicherung. Hier steht, dass man das gekühlt trinken soll. Okay, womit fangen wir an? Ene Mene Mist, das rappelt in der Kiste. Ene Mene weg und du bist weg, okay. State of Survival ist ein kostenloses Zombie-Strategiespiel für iOS und Android. Och nee. Der niederträchtige Klein hat ein Unternehmen namens GigaCop gegründet. Und mein ist doch keine Werbung für Jump Rogues Tee. Ist eine Werbung für ein Game. Okay, warte mal, wir überspringen das jetzt einfach mal. Nee, bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Na drunter, na los, komm schon. Fangen wir jetzt mal an mit der ersten Sorte. Ich glaube, ich probiere zuerst Blueberry. Dirty. Ach ja, und an diejenigen Leute, die sich auch wundern, warum ich in der letzten Zeit so komische Videos hochgeladen habe. Das lag einfach daran, dass es diesen Dirty jetzt auch mit Alkohol gab. Und ich habe die ganze Zeit diesen Dirty getrunken. Und dann habe ich halt immer besoffen Videos gedreht. Ach, hier ist sogar ein cooler Sticker von Shirin drauf. Krass, boah, Shirin. Feier dich so hoch. Ups. Gib ihn. Ich sage euch die ehrliche Meinung, ne? Scheiß auf John Broke. Ich bin gespannt. Da sind sogar Fruchtstückchen drin. Wie schmeckt Blueberry? Also Blueberry finde ich schmeckt nach... Was ist denn mit... jetzt ein No-Joke, was ist denn mit ABK los? Was ist denn das für ein Video? Das verstört mich gerade leicht, Mann. Das ist so richtig random einfach. Blaubeere und ich finde eigentlich, meine Lieblingskatzen sind europäisch Kurzhaarrassen, weil die so ein kürzeres Fell haben. Und ich finde diese Art von Video echt erfrischend bei ABK. Ja, weil das sich jetzt gerade mal nicht um dieses ganze Beef-Thema handelt, sondern einfach... Es ist mal was anderes. Und das finde ich gut. Egal, kannst du ziemlich süß. Ich habe auch vor, demnächst mir vielleicht einen zu holen oder so. Ich probiere mal jetzt den Candy Shop. Nein. Nee. Wallah, Bruder, nein. Das schmeckt so nach Lolli, aber ich sag dir ehrlich, Bruder. Das schmeckt nicht so krass, Bruder. Ja, John? Wisst ihr, wie ich meine? Also mir hat es überhaupt nicht geschmeckt. Wallah, Bruder. Bruder, Sucht die Beste, ich schwöre, Bruder. Es gibt nichts Besseres als Sucht die, Bruder. Ey, Leute, komm. Kommt, seid ehrlich. Wer hat euch von Anfang an gesagt, wie das Video abgehen wird? Ja? Wer hat gesagt, wie es läuft? Könnt ihr ruhig mal einen Applaus geben dafür, weil, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe euch von Anfang an gesagt, er wird sagen, das wird nicht schmecken und John Brokes Eistee ist besser. Deswegen Alpha, Kevin, deswegen Alpha. Ne? Ihr versteht mich schon. Alles entspannt, ne? Alles entspannt. Also, wie schmeckt der Candy Shop Dirty? Der Candy Shop Dirty, der schmeckt nach, So, probieren wir jetzt mal den nächsten. Dirty Peach. Pfirsich, da erwarte ich nicht so viel, weil Pfirsich kenne ich. Pfirsich schmeckt überall nach Chimia, moin. Pfirsich. Boah! Deswegen schmeckt das so geil, da war sogar noch ein bisschen Plastik drin. Ne, ich brauche hier gar nicht zu lügen. Jetzt bedrohen mich eh keine Rapper mehr, weil jetzt gibt's das nicht mehr. Also sag euch ganz ehrlich, ne, dieser Eis... Junge, ich dachte jetzt kommt gerade der Klopf-Sound einfach. Aber das ist einfach bei ABK. Dieser Eis... Wenn du Probleme hast mit irgendwelchen Leuten, die dich ficken, weil du wie eine Fotze bist.
Dann klär das mit denen und komm nicht zu mir. Heike! Man sieht meinen Kopf nicht mehr. Warte, schreib mal der Taliban, die sollen mir meinen Kopf zurückbringen. Also meine Freunde. Junge, warte. Junge, chill mal. Ich will dir die Augen zubinden, dann errätst du, welche Sorte das ist. Es gibt einmal Lollipop. Also einmal gibt's den Schwanz. Einmal Wet Peach, ne? Okay. Nasse Fott. Und dann gibt's einmal Blueberry. Ah, ich seh sie. Ah, mach sie weg. Wie viele Finger zeige ich? 4. Okay, du siehst nichts. Perfekt. Oh. Was glaubst du, welche Sorte das ist? Schlampe? Fast richtig. Nee, Moa, ich probiere. Schön, dass du da bist. Okay, nächste. Muss man Eis hier vorher schütten? Ja, wegen Twerken. Weil ich rein twerk gerne, muss die Dose auch twerken. Ja, was schmeckt das? Eine, die nur Wochenende anschaffen geht. Okay. So, nach was schmeckt das hier jetzt? Bah, Alter, schmeckt nach Hundesohn. Warum nach Hundesohn? Bah, Alter, ich spüre, dass du da vorher draus getrunken hast. Alter, du hast das an deinem Mund. Du hast einfach den Geschmack mit deinem ekelhaften Mund verändert, Alter. Bah. Was machst du? Ich mach mir gerade ein Profil bei kaufmich.de. Warum? Ich will anschaffen gehen. Aber haram, dass du mit so Lebensmitteln so spielst. Du solltest eine Bauchtänzerin werden. Du hast gerade wirklich wie so eine libanesische Schlampe aus Beirut, Alter. Welchen Eistee fandest du persönlich? Coke Zero. Schmeckt irgendwie wie Brasilien. Boah, Junge, Heike labert nur Scheiße. Ich brauche jetzt irgendjemanden, der mir ehrliches Feedback gibt. Und ich glaube, da gibt es keinen besseren, außer den Hichem. Ich habe ganz wenig Akku, das reicht für dich, weil du bist eh nicht relevant. Ey, ich wollte dir Shirin Eistee zeigen. Kannst du kurz trinken? Ich wollte. Was? Ja? Ich brauche etwas, wie probier, schmeckt das? Ja, okay, halt die Fresse. Probier mal den nächsten. Was schmeckt das? Hm? Soll ich jetzt 4 Kilo gleich, Bruder? Nee, aber jetzt mal ehrliches Feedback, weil ich möchte jetzt auch wie die anderen YouTuber ganz, ganz objektiv sein. Also der Eistee von Shirin David schmeckt nach Shirin, nach David und nach Eistee. Ich glaube, ich muss beide mixen. Hm, gemixt schmeckt das nach Hufeisenbesitz. Ey Leute, ich hab gerade erst gesehen, dass da sogar eine Shirin. Jetzt ist das, also ich muss euch ehrlich sagen, ich habe so das Gefühl, dieses Video ist random entstanden. Das ist jetzt kein Video, wo man sich jetzt einen Kopf gemacht hat und sich so gedacht hat, Alter, ja, genau, die Aussagen möchte ich hier nochmal analysieren. Ich möchte nochmal die genauen Zusatzstoffe in diesem Eistee analysieren, um sie damit hops zu nehmen. Ich habe so das Gefühl, das ist eher so entstanden, ja, ich habe gerade einfach Lust auf irgendein random Video, noch ein Placement mit reinhauen und dann läuft das. Ich meine, es ist ein erfrischendes Video, ja. Genauso erfrischend, wie wahrscheinlich der Eistee sein wird, weil ich bin ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch der größte Fan von Shirin David, viele wissen das nicht, aber ich habe mir vorgenommen, auch meinen Körper mit verschiedenen Mitteln zu verändern, ja, das ist, ja, also sie ist halt mein Vorbild sozusagen, ich weiß nicht, einzelnen Chat, wer auch Shirin David als Vorbild hat, ich gehe davon aus, dass ihr auch so denkt wie ich, das wäre halt ganz nice, ne? Ja, also ich denke jetzt einfach mal, ja, 1, 2, 1, ja, also bis jetzt zahlreich 1 in der Mehrheit, ne? Deswegen geht schon. Und David Autogrammkarte drinne war. So, ich habe jetzt das Bild hier abgemacht und habe das von Shirin David hingehangen, weil Shirin David wird mich beschützen. Ich hatte das Bild die ganze Zeit da hängen, da habe ich trotzdem irgendwelche Drohungen bekommen von Leuten und so. Deswegen, durch Shirin Davids Filter wird mir, glaube ich, keiner mehr drohen. Shirin David, du bist mein kleiner Schutzengel. Okay, das Video ist halt komplett random gewesen. Leute, danke schön für den Hype-Train. Liebe geht raus. Ja,